Hallo, liebe Deutschlernende. Ich wollte mich mal wieder melden, weil ich ja eigentlich vorhatte, regelmäßig Videos zu machen. Nun, das hat leider nicht geklappt. Ich arbeite immer noch auf Hochtouren an der neuen Webseite. Ehrlich gesagt, mir macht das sehr viel Spaß und ich bin total gespannt darauf, was du denkst über diese Webseite. Sie ist noch nicht live. Ich werde sie wahrscheinlich nächste Woche veröffentlichen. Bleib gespannt. Sie ist noch nicht ganz fertig. Manch einer hat sie vielleicht schon entdeckt, denn sie ist in einem Unterordner meiner jetzigen alten Webseite und Google scheint sie schon zu indizieren und laut Google ist sie sogar besser als meine alte Webseite. Also ich habe ein Keyword-Tool, also ein Werkzeug, das mir sagt, wie gut meine Webseite ist in Bezug zu Google. Ja? Wenn man bestimmte Schlüsselwörter eingibt, dann erscheint meine Webseite auf Google und es scheint so, dass meine neue Webseite, die theoretisch schon verfügbar ist, aber in einem Unterordner, das heißt, man findet sie nicht, es sei denn, man kennt sich sehr gut aus mit Computern oder man findet es auf Google, ja. Diese Webseite ist anscheinend in den Augen von Google besser als meine alte Webseite. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das liegt daran, dass sie einfach schneller ist. Ja? Also der Code im Hintergrund ist vielleicht ein bisschen besser geschrieben und effizienter geschrieben. Und deswegen sagt sich vielleicht Google, hey, die ist besser. Und ich habe auch schon ein paar Seiten geschrieben für die Webseite, das kann auch daran liegen, ja, dass die Seiten so geschrieben sind, dass Google sagt, hey, das hat gute Qualität. Also ich versuche jetzt auch mehr zu schreiben für die Webseite und auch so zu schreiben, dass es sehr prägnant ist und bestimmte Fragen beantwortet. Ja. Also wenn zum Beispiel jemand eingibt auf Google Deutsch einfach lernen, ja, dann möchte ich, dass eine bestimmte Seite von mir angezeigt wird, sodass die Leute direkt die Antwort auf ihre Frage bekommen. Ja. Wie kann ich Deutsch einfach lernen? Und das ist wirklich die Idee hinter der neuen Webseite, dass du diese Webseite besuchst mit einer Frage. Ja, du hast eine bestimmte Frage, wie kann ich Deutsch einfach lernen? Was ist die beste Methode, um Deutsch zu lernen? Wie lerne ich die deutsche Grammatik? Wie merke ich mir deutsche Vokabeln? Ja? Oder auch Fragen über Authentic German Learning oder Fragen über mich. Ja, ich bekomme auch sehr viele persönliche Fragen. Also zum Beispiel, bist du ein Muttersprachler? Ja? Deswegen habe ich zum Beispiel eine FAQ gemacht, ja? Eine Frequently Asked Question, wie man sagt. Ja, im Deutschen sagen wir das auch, ja? Eine FAQ. Ja? Eine Liste von häufig gestellten Fragen, ja? Um eben solche Fragen zu beantworten, die eben häufig gefragt werden. Ja? Sodass du wirklich, egal welche Frage du hast, du gehst auf meine Webseite und dann möchte ich, dass du die Antwort möglichst schnell findest. Und ich werde mehrere Posts machen. Ja? Also ich werde jedes Video als Post veröffentlichen, also nicht so einen Vlog, aber jedes hochqualitative Video, sage ich mal, werde ich als Post veröffentlichen und dann noch zusätzliche Materialien geben, also auch noch eine MP3 zum Runterladen, eine PDF zum Runterladen mit dem Transkript. Ja? Also ich möchte echt viel Wert geben. Ich möchte echt viel Wert schaffen. Ja? Und das ist das Ziel. Und es wird Kategorien geben, also ich werde jeden Post
in eine oder mehrere Kategorien hinzufügen. Und dann kannst du ganz einfach eine bestimmte Kategorie auswählen und dann bekommst du alle Beiträge die in dieser Kategorie sind, ja, also alle Beiträge über dieses Thema. Du klickst zum Beispiel auf die Kategorie Videos und dann siehst du alle Videos, ja, oder du sagst Artikel oder du gehst in die Kategorie Grammatik und dann findest du alle Beiträge, die ich geschrieben habe, über das Thema Grammatik, ja. Das ist das Ziel, dass du wirklich dass sozusagen alles, was du lernen möchtest oder alles, was du gerade brauchst, jede Frage, die du beantwortet haben möchtest, ja, dass du das alles schnell findest, ja. Und hier siehst du schon die Webseite, ja, ich will die dir auch mal zeigen, ja. Also einmal siehst du schon von Fernen, ja, das Farbmuster, ja, natürlich die deutsche Flagge, ja. Das ist die Hauptseite, ja, und siehst du gleich schwarz, rot, gold, ja, beziehungsweise gelb, ja, also wir sagen schwarz, rot, gold, aber es ist eher gelb, ja, also schwarz, rot, gold, also gleich, wenn du meine Webseite besuchst, siehst du die deutsche Flagge und dann siehst du diese Schrift, Learning German should be life-changing, sexy, fun. Ja, also ich habe ein paar Adjektive gesammelt, von denen ich denke, die sollten auf das Deutschlernen zutreffen. Ja, Deutschlernen sollte interessant sein, es sollte aufregend sein, es sollte so sein, dass du etwas lernst, ja, dass dein Leben verändert wird. Ja, also all diese Adjektive, sexy übrigens, heißt generell, das ist ein tolles Adjektiv, das heißt, dass etwas toll ist. Ja? Also ein Bürgermeister von Berlin meinte, Berlin ist arm, aber sexy. Ja? Sexy heißt einfach, das ist cool. Ja? Das ist ein hipper Ausdruck, um zu sagen, etwas ist toll. Ja? Und dann gibt es aber nicht nur Englisch, also na, wenn du diese Seite so besuchst, ja, und dann kannst du hier gehen, Start Here, About, Connect und so weiter, kannst du etwas auswählen. Aber, und das ist alles auf Englisch. Das heißt, wenn du noch nicht so gut Deutsch sprichst, dann siehst du das alles auf Englisch. Wenn du dieses Video schaust, dann gehe ich stark davon aus, dass du schon gut Deutsch sprichst. Also möchtest du lieber, dass die Webseite auf Deutsch ist. Nun, was machst du? Du klickst hier und wechselst die Sprache. Ja? Und voilà, die ganze Webseite, all das Material auf Deutsch. Ja, wenn du etwas nicht verstehst, ja, dann kannst du immer noch auf die englische Version wechseln. Aber wenn du in der deutschen Version bist, dann ist alles auf Deutsch. Und es steht hier genau dasselbe. Das ist, sieht alles genauso aus, bloß alles ist auf Deutsch. Und wenn ich dann später noch Übersetzer habe, ja, viele Leute haben sich schon freiwillig gemeldet. Ja. Wenn ich dann später Übersetzer habe, dann ist alles auch verfügbar auf Französisch, Italienisch, Arabisch. Ja. Dann wird die ganze Webseite auch auf anderen Sprachen verfügbar sein. Das heißt, du kannst dann all die Informationen auch auf deiner Muttersprache bekommen, ja? Also deswswegen bin ich so aufgeregt, weil einmal wird es alle deine Fragen schnell beantworten und du wirst all die Lernmaterialien wirklich schnell verfügbar haben. Nicht nur das, sondern auch auf Deutsch und je nachdem, welche Sprache du noch haben möchtest, ja?
Deswegen, ja, und ich versuche auch alles total einfach für dich zu machen. Also hier zum Beispiel, ja, ich bin hier, um dir zu helfen und ich antworte immer, ja, kontaktiere mich, ja. Das ist dann auch auf jeder Seite, ja. Gehen wir mal zurück auf Englisch. So, und hier gibt es zum Beispiel die ganzen Kategorien, ja. Und dann gibt es hier zum Beispiel einen Post für ein Video, ja. Und dann kannst du zum Beispiel hier die MP3 herunterladen oder die PDF, ja. Und dann ein bisschen Info, ja, Links. Und dann kannst du auch zur Videolektion gehen oder du kannst das Video übersetzen. Oder hier siehst du das Transkript, ja. So wird das aussehen. Deswegen bin ich echt total gespannt, ja. Und was wollte ich noch teilen? Ja, also das, genau. Und dann wird hier alles, ja, also ich finde, die sieht total schön aus. Ach so, und genau, und diese Adjektive, genau, muss ich dann immer schauen, wie ich die übersetze. Im Deutschen ist es übrigens so, dass man den Satz nicht gut übersetzen kann, sodass das Adjektiv am Ende steht. Also das Sein steht immer am Ende. Ja, Deutsch lernen sollte bezaubernd sein, sollte atemberaubend sein, sollte wachstumsorientiert sein. Genau, und dann ändert sich das halt so. Aber es sieht dann immer genauso aus. Ja, also dann, wenn wir die anderen Sprachen haben, ja, dann da wird das dann auch immer rotiert. Und ja, also vielen Dank, dass du diese Webseite besuchst. Ja, meine Mission ist, dich zu inspirieren, während du Deutsch lernst. Also ist auch ganz klar wird so, hey, hier wird Deutsch anders gelernt. Ja, also hier wird Deutsch auf eine ganz andere Art gelernt. Ja, also auf eine inspirierende Art und Weise. Und ich möchte es auch so machen, dass direkt klar ist, okay, wie fange ich an? Ja, also ich bekomme manchmal Nachrichten, ich möchte Deutsch lernen. Ja, und dann realisiere ich, okay, diese Leute, wenn sie mir eine Nachricht schicken und sagen, hey, ich möchte Deutsch lernen, die wissen gar nicht, wo sie anfangen können. Ja, und deswegen möchte ich das ganz klar machen. Hey, klicke hier, dann ist klar. Dann gibt es kurz was zu lesen und dann weiß man, okay, da fange ich an. Wenn ich jetzt Deutsch lernen möchte, dann ist da der Startpunkt. Okay, genau. Und hier auch auf der Hauptseite schon Ressourcen für Deutschlerner. Und dann Videos, Ton, Artikel, ja, je nachdem, was du willst. Hier siehst du auch immer die neuesten Artikel. Hier, so sieht übrigens dann eine Podcast-Episode aus. Ja, das siehst du. Du kannst dann drauf klicken und dann siehst du all die Informationen in die Shownotizen und so weiter. Ach genau. Und wenn du Twitter magst, ja, so sehen dann die Zitate aus. Ja. The problem with quotes on the internet is that it is hard to verify their authenticity. Ein berühmtes Zitat von Abraham Lincoln. Ja. Und dann klickst du auf dieses Zitat, ja, oder klickst hier. Und dann kannst du das automatisch auf Twitter posten. Ja. Also ich gebe dir die Möglichkeit, die Zitate, die ich teile, auch schnell auf Twitter zu teilen. Ja. Und ja, und dann kannst du die Zitate, die ich so erwähne, kannst du dann auch auf Twitter teilen. Und das ist, also ich würde mich freuen, wenn du das tust, weil du mir denn damit auch hilfst, ja, dass mehr Leute zur Seite kommen, ja. Aber es ist auch eine einfache Art, ins Gespräch zu kommen mit anderen Leuten oder auch mit mir. Ja? Also wenn du zum Beispiel ein Zitat teilst, dann sehe ich das auch und dann können wir auch so ins Gespräch kommen. Und ja,
Und auch das Kontaktformular können wir auch schneller ins Gespräch kommen. Oder wenn du mir auf sozialen Medien folgen willst, ja, habe ich alles aufgelistet. Ja, auch WhatsApp, wie du immer auf WhatsApp folgen kannst und auf Twitter und Facebook und YouTube und all sowas. Und Instagram, ja, damit wir wirklich gut ins Gespräch kommen. Das ist ehrlich gesagt etwas, was ich ein bisschen vermisse. Ja, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr regelmäßig Videos mache, vermisse ich das wirklich. Ja, deswegen lade ich jetzt wieder ein YouTube-Video hoch, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, gut. Ich realisiere, ich habe schon recht lange geredet. Also, und ich muss jetzt los. Insofern mache ich jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Ja, nicht morgen, nicht später, aber wahrscheinlich nächste Woche. Auf jeden Fall werde ich überall tweeten und schicken auf Facebook und Twitter und so weiter, wenn ich die neue Webseite veröffentlicht habe. Nicht alle Seiten sind geschrieben, aber mein Ziel ist es, schon mit euch ins Gespräch zu kommen, während ich die Seiten schreibe. Ja, also ich möchte diese Webseite schon veröffentlichen, obwohl sie nicht fertig ist. Es fehlen noch viele, viele Seiten, aber ich möchte sie einfach veröffentlichen und dann auf Twitter und auf Facebook und so weiter neue Webseiten veröffentlichen. Ja, ich schreibe dann einen Beitrag mit dem Link. Hey, ich habe gerade diese Seite geschrieben und dann kannst du sie lesen und dann können wir zumindest unseren Dialog wieder fortsetzen. Ja, weil ich ja in letzter Zeit so wenig Videos mache, möchte ich wirklich wieder mit dir ins Gespräch kommen und wie ich das machen werde, ist, indem ich eben Links mit dir teile. Ja? Links zu neuen Seiten, die ich gerade frisch geschrieben habe. Und ich möchte auch mit dir ins Gespräch kommen, auf eine Art, dass du mir Feedback gibst, vielleicht was du haben möchtest. Ja? Die Webseite ist noch nicht ganz fertig und das ist eine gute Möglichkeit für dich mitzuwirken, ja? Indem du sagst, hey Marco, ich möchte, dass du vielleicht dir eine Antwort in der FAQ auch hast oder dass du auf deiner Webseite, wo du über Ressourcen sprichst, dass du diese eine Deutschlernressource auch auf der Seite veröffentlichst, ja? Also jedes Feedback, was du hast, ja, also ich möchte mit dir zusammen kollaborativ, also mit dir in Kollaboration zusammen diese Webseite kreieren, ja, das sollte wirklich eine Unterhaltung sein, ja, ich möchte nicht einfach irgendwas kreieren und dann sagen, hier, sondern ich möchte das mit dir kreieren, weil es ist ja etwas, was dir helfen soll. Ja? Also das soll eine Webseite für dich sein, eine Webseite, die dir hilft. Ja? Nicht nur irgendeine Webseite, die ich einfach so kreiere und dann schaust du dir an und denkst dir, sondern es soll eine Webseite sein, die du wirklich gerne besuchst. Ja? Ich möchte, dass es eine Webseite ist, die du liebend gerne besuchst, weil sie dir hilft. Ja, ich möchte, dass diese Webseite so hilfreich wie nur möglich ist. Ja, so weit, so nah an der Perfektion wie möglich fast. Ja. Oder zumindest, ja, dass du diese Webseite auch gerne weiterempfehlst. Ja, dass du denkst, oh, das ist echt hilfreich und dann sie auch anderen Leuten, anderen Deutschlernern empfehlen würdest. Ja, dass du zu anderen Deutschlernern gerne gehst und sagst, ey, Markus' Webseite wird dir helfen. Ja, das ist das Ziel damit und deswegen möchte ich wieder mit dir ins Gespräch kommen. Und wie gesagt, ich schicke dir Links und dann lass uns gemeinsam diese neue Deutschland-Webseite kreieren. Wie gesagt, sie ist
noch nicht live, aber nächste Woche. Okay, 20 Minuten, das war mein längstes Video bis jetzt oder einer meiner längsten Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin dir total dankbar dafür und ja, wir sehen uns später. Tschüss!